Im Bund gehen nach der Nationalratswahl die Parteiengespräche von FPÖ, ÖVP und SPÖ weiter. Im Land kommt der Intensivwahlkampf langsam auf Touren. Heute hat die KPÖ offiziell mit ihrem Landtagswahlkampf begonnen. Sie setzt auf ihre Kernthemen Gesundheit, Bildung und vor allem Wohnen. Persönlich auf der Straße oder auf Plakaten. Die Wahl rückt näher. Auch die KPÖ will jetzt sichtbarer werden. Marmelade vielleicht? Jetzt geht es ums Eingemachte. Ja. Danke. Alles Gute. Dankeschön. Bei der Vorstellung der Themen bleiben Überraschungen aus. Man setzt vor allem auf den Dauerbrenner leistbares Wohnen, will Familien entlasten und generell für mehr Gleichgewicht sorgen. Und wenn man sich das so anschaut, dann ist die Steiermark in einer Schieflage. Und deswegen haben wir uns gedacht, würde es Sinn machen, wenn die KPÖ in der Steiermark auch stärker wird, denn dann würde das Ganze wieder in ein Gleichgewicht kommen. Wir haben nach wie vor Probleme beim leistbaren Wohnen. Wir haben nach wie vor Probleme in der Gesundheits- und Pflegeversorgung. Wir haben nach wie vor Probleme in der elementaren Bildung. Wir haben gezeigt, dass wir da auch kleine Teilerfolge schaffen können als kleine Oppositionspartei. Das Wahlziel lautet, so viel dazugewinnen, dass sich ein drittes Mandat ausgeht. Vor allem mit Hilfe der traditionell starken Grazer Partei. Darauf kommt es an, dass man eben nicht nur vor Wahlen da ist, sondern auch nach der Wahl da ist. Und deshalb hoffe ich, dass wir stärker werden, weil ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es gerade in diesen Zeiten, die sehr schwer sind für viele, eine KPÖ im Landtag gestärkt braucht. Und da geht es uns darum, dass in der Steiermark alle sich das Leben leisten können. Je stärker die KPÖ, das haben wir gesehen, desto sozialer die Steiermark. Für Überzeugungsarbeit ist noch etwas mehr als 5 Wochen Zeit. Das ist sozusagen das Wahlprogramm. So kann man uns kennen, mich gerne kontaktieren, wenn Fragen offen sind. Ja? Ja? Danke. Okay, alles Gute. Danke. Wiederschauen.